Ein Haus, gemacht für den Rhythmus, für den Takt, für das Lied. Groß und mächtig sollte er werden, der Mythos in Gold, der Musikverein in Wien. Ein Tempel für die Musik. Die bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler der Welt kommen hierher, in den Wiener Musikverein. Superlative sind erlaubt für den besten Musiksaal der Welt. Gleiches mit Gleichem soll sich messen dürfen. Dies Haus, der Tonkunst in Schule und Meisterschaft geweiht, soll sein und bleiben ein Kunstwerk an sich. Eine Heimat der Musik, eine Zierde der Stadt und des Reiches, des walte Gott. Diesen Weihspruch versenkte man unter dem letzten Baustein des Musikvereins. Am 5. Jänner 1870 fand hier die Schlusssteinlegung in Anwesenheit des Kaisers statt. Am 6. Jänner, am Tag darauf, war das Eröffnungskonzert hier in diesen heiligen Räumen im großen Saal. Der Tag wird jedem der Anwesenden unvergesslich bleiben. Und es schadet diese Erinnerung nicht, dass man sich mehr dem Schauen hingab als dem Hören. Dies schrieb Eduard Hanslick, Wiens gefürchteter Kritiker, nach dem Eröffnungskonzert. Am 6. Jänner wurde ein Programm gespielt, das alle Facetten der Akustik dieses Saales besonders hervorheben sollte. Es gab Orchesterstücke wie die 5. Beethoven oder die Egmont-Ouvertüre. Es gab ein Chor-Orchesterwerk wie Stimmt an die Saiten aus der Schöpfung von Haydn. Der arme Haydn, das schwärzeste Sammlungsobjekt der Musikvereinsgeschichte, wenn er das geahnt hätte. Herr Professor Bieber, Sie bringen mir etwas eine Unglaublichkeit. Etwas, was Sie noch nie gesehen und was Sie kaum vorstellen können. Aber was auch mit unserer Geschichte, der Geschichte des Hauses zusammenhängt. Das ist ja wirklich so skurril. Es ist ein Wachsmodell von Haydns Schädel. Haydns Schädel in Wachs nachgeformt. Warum haben wir das? Nach dem Tod von Haydn ist das Grab wieder geöffnet worden. Grabräuber haben den Kopf abgeschnitten, weil es damals eine wissenschaftliche Theorie gab, von Herrn Dr. Gall, man kann an der Schädelform das Genie eines Menschen erkennen. Wo tun wir das überprüfen? Am besten an Haydns Schädel. Es hat nicht funktioniert mit dieser Theorie. Da kam dann das Pathologische Institut der Universität, die dann auch dieses Modell angefertigt haben. Und irgendwann hat man sich gesagt, das ist eine Reliquie von Haydn, was macht man damit? Eine Reliquie gehört in eine Kirche. Eine christliche Kirche, das geht nicht. Eine musikalische Kirche, das ist der Musikverein. Wie auch immer man dieses Haus benennen will, schon zur Eröffnung erkannte man die ganz unübertreffliche Akustik. Im feinsten Pianissimo hört man den sanften Bogenstrich bis in die fernsten Winkel. Und wenn das Orchester mit all seiner Kraft ertönt, geht einem das Herz auf. Meister des Klangs, Zubin Mehta, viele Male zu Gast und unzertrennlich mit dem Musikverein verbunden, hier bei einer Probe mit den Wiener Philharmonikern. Nein, bitte, wir müssen beide Stellen, erst die Posaunen bei 39. Die Liebesbeziehung geht bis heute, weil bis heute ist es noch immer der beste Saal der Welt. Thank you.
Man kann tun, was man will. Es klingt gut. Falsche Noten klingen gut. Es ist so schön, dass man kann mit dem banalen Wort Akustik nicht beschreiben. Akustik sind im anderen Seele. Das ist was hier ganz anderes. Hier wie dort, ob im großen Saal oder im Brahms-Saal, Geschichte auf Schritt und Tritt. Das Eröffnungskonzert fand am 19. Jänner, also knapp 2,5 Wochen nach dem Eröffnungskonzert im Großen Saal statt. Gespielt hat Clara Schumann, ein Soloabend, sicherlich auch ein bisschen protegiert, würde man heute sagen, durch Johannes Brahms. Das Verhältnis zwischen Clara Schumann und Johannes Brahms war ja ein sehr geistig innigliches. Und in dem Konzert oder nach dem Konzert brach ein Brand hier aus, im Haus, sodass wir für einen Monat den Musikverein damals sperren mussten. Gott sei Dank konnte der Brand sehr schnell gelöscht werden, sodass die Schäden durchaus im Rahmen waren, aber einen Monat musste das Haus geschlossen werden. Und dieser Saal ist ja der kleine Saal, der erst 1937 im Brahms-Saal umbenannt wurde. Der Brahms-Saal. Lange Zeit hieß er nur der kleine Musikvereinssaal. Als ein wahres Schatzkästlein wurde er beschrieben. Man fand sogar, dass dieser Saal womöglich mehr Bewunderung verdient als der große Musikvereinssaal. Fast möchte man ihm einen Preis zuerkennen in seiner Ruhe und einfachen Erhabenheit. Lange musste sie warten, die Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, bis sie einen eigenen Konzertsaal bekam und das musikalische Wandern von einem zum nächsten Ort ein Ende fand. Von Beginn an stand die Pflege der Musik in all ihren Facetten im Vordergrund. 1812 wurde die Gesellschaft der Musikfreunde gegründet von einer Gruppe adeliger Damen, die ein Benefizkonzert ausgerichtet haben zum Gunsten der Witwen und Waisen der Soldaten, die in der Schlacht von Aspern gegen Napoleon gefallen sind. Dieses Konzert fand in der spanischen Hofreitschule statt. Es handelte sich um Timotheus oder die Gewalt der Musik. Das ist die Mozartsche Fassung von Händels Alexanderfest und war ein solcher Erfolg bei immerhin 600 Mitwirkenden, dass diese Aufführung noch einmal wiederholt werden sollte. Josef Sonnleitner griff die Initiative, aus dieser Euphorie eines öffentlichen Konzertes, wie es damals nicht üblich war, eine Gesellschaft zu gründen, die eben zunächst Konzerte veranstaltet, aber dann viel, viel mehr noch sich generell der Musik widmet. René Klemenčič bei den Proben zu seinem letzten Konzert im Wiener Musikverein. Nach mehr als 70 Jahren verabschiedet sich der Grand Seigneur der alten Musik vom Podium des Wiener Musikvereins. Legenden unter sich. Die Gesellschaft der Musikfreunde hat in ihren Gründungsstatuten die Förderung der Musik in all ihren Zweigen zum Ziel. All ihre Zweige bedeutet, dass es sich nicht nur um die Aufführung von Konzerten handelt, sondern vor allem, und das stand 1812 im Vordergrund und wurde dann auch 5 Jahre später, 1817, realisiert, dass nämlich ein Konservatorium geschaffen wurde. Das Konservatorium war die erste und einzige Musikschule der gesamten österreichisch-ungarischen Monarchie. Den ersten Lehrplan für den Gesangsunterricht entwarf Antonio Salieri. 1819 folgte die erste Violinschule unter Josef Böhm, 1820 die erste Klavierklasse. In den 1890er Jahren waren bereits über 1000 Studierende in Ausbildung.
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das bis dahin privat geführte Konservatorium in die K&K-Akademie für Musik und darstellende Kunst übergeführt und somit zum Vorgänger der heutigen Universität für Musik und darstellende Kunst. Und aus Studierenden wurden und werden Meister und Meisterinnen. Ich bin im Musikverein aufgewachsen. Ich habe hier ja wunderbare Abende als schon Kind verbracht und als Teenager und durfte den großen Meistern, den größten Dirigenten, größten Instrumentalisten hier zuhören. Und da kam dann ein Moment, wo ich selbst hier spielen durfte. Und das war natürlich, da werden immer, wenn ich hier spiele, Träume wahr, denn ich habe als Kind nur daran gedacht, wann wird es soweit sein, wann werde ich hier spielen. Und immer wenn ich aber dieses Haus betrete, weiß ich, hier bin ich zu Hause. Und dass ich als ja wahrscheinlich jüngster Musiker auch eine Residenz hier haben darf, das ist wirklich unwahrscheinlich. Weil ich das Booklet in den Händen hielt, das war wirklich ein sehr emotionaler Moment. Dass der Platz genau hier ist, ist nicht von der Gesellschaft der Musikfreunde zu beeinflussen gewesen. Wir haben, als bekannt wurde, dass die Mauern um Wien geschleift werden sollen, das war 1857, hatten wir sofort ein Jahr später ein Gesuch gestellt, um ein Grundstück zu erhalten, auf dem wir unser eigenes Vereinsgebäude errichten können, und haben in diesem Gesuch auch gleich gebeten, dass nicht unbedingt an der Ringstraße direkt, an der geplanten Ringstraße direkt zu haben, weil ja auch ein gewisser Lärm dort entstehen könnte. Schon eine weise Voraussicht gewesen. Es geschah einmal gar nichts. Wir haben dann 1862, wir waren mit dem Gesuch eindeutig zu früh dran, ein zweites Gesuch geschickt, und dann auf dieses zweite Gesuch gab es eine Reaktion, und letztendlich wurde uns dieser Baugrund hier zugewiesen. Zum 50-jährigen Bestehen der Gesellschaft der Musikfreunde war es endlich soweit. Die Wanderjahre durch Wien von einem zum nächsten Konzertsaal waren vorbei. Ausführlich wies die Gesellschaft der Musikfreunde auf die musikalischen Verdienste hin und erbat vom Kaiser zwar nur zeitweise, aber ausreichend pekuniäre Unterstützung aus öffentlichen Mitteln. Und ergänzte den Antrag mit den Worten: Österreich kann unmöglich unter allen Staaten Europas der einzige sein, der für die Pflege der Musik aus öffentlichen Mitteln nicht das Geringste täte. Es gab eine Ausschreibung und auch einen Ehrensold für Einreichung von Entwürfen. Konkret haben sich beteiligt Sickertsburg und van der Nüll und Theophil Hansen und auch ein Architekt, der Mitglied der Direktion war, Karl Rösner. Und wie aber dann die Ausschreibungsunterlagen gekommen sind und vor allem auch die zur Verfügung stehenden Mittel von 300.000 Gulden, haben Sickertsburg und van der Nüll gemeint, sie könnten um diesen Preis das Haus nicht bauen und sind ausgeschieden. Theophil Hansen hat weitergemacht, hat einen ersten Entwurf geliefert, hat einen überarbeiteten Entwurf geliefert, der dann realisiert wurde. Allerdings die Kosten sind dann auch auf 715.000 Gulden gestiegen. Budgetüberschreitung nennt man das. Nichts Ungewöhnliches bis heute. Theophil Hansen war der Architekt der Ringstraße, dieses einzigartigen Prachtboulevards. 1860 erließ Kaiser Franz Josef eine Verordnung, die den jüdischen Bürgern Realbesitzfähigkeit zuerkannte.
Die Familien Todesco, Efrussi, um nur einige zu nennen, ihnen allen war Hansen als genialer Architekt zu Diensten. Zahlreiche vermögende Familien Wiens sowie bedeutende Künstler trugen als Stifter wohl auch dazu bei, dass die Finanzierung des Musikvereins auf soliden Beinen stand. Die Gesellschaft hat vor allem durch die Erbschaft von Carlo Ciani einerseits sehr viele Mittel gehabt, andererseits mit Nikolaus Dumba, einen wirklich wichtigen Mäzen, der uns nicht nur beraten hat, wie man Mittel, private Mittel bekommt, sondern der uns auch selbst unglaubliche mäzenatische Leistungen erbracht hat, indem er an uns gespendet hat. Wir haben aber auch den Erlös zweier Staatslotterien erhalten. Das war sozusagen der Beitrag der öffentlichen Hand. Und wir haben ein Darlehen von der ersten österreichischen Sparkasse erhalten, das uns ermöglicht hat, in zu extrem günstigen Konditionen eben einen Kredit aufzunehmen. Ein Haus für die Musik, ein Tempel der Gefühlswelten durch und mit Musik. Emotion auf höchstem, bestem Niveau. Ich bin so glücklich, nach so vielen Jahren wieder im wundervollen Musikverein zu sein. Seit meinem Debüt in den 1990er Jahren hat mich mein Freund Thomas Angern fast jedes Jahr hierher eingeladen. In dieser Zeit hatten wir eine besondere künstlerische Zusammenarbeit. Ich hoffe, wir treffen uns hier im Musikverein auf viele neue musikalische Abenteuer, zumindest für die nächsten 150 Jahre. Engelsgeigen im Himmel des Wiener Musikvereins. Gänsehaut im Fühlen des Klangs. Ein Rausch für die Sinne, ein Klang für das Herz. Der Musikverein oder der große Saal hier gilt als der akustisch beste Konzertsaal der Welt. Und gemeinsam mit der Optik, die ja auch ganz besonders ansprechend, opulent, aber trotzdem in der griechischen Tradition steht, ist dieser Saal nicht nur der berühmteste, sondern wahrscheinlich auch beste. Warum akustisch beste? Das ist ja, glaube ich, die wichtigste Frage. Ist, weil dieser Saal gewisse Geheimnisse birgt, die man heute bei Konzertsälen wahrscheinlich kaum mehr machen kann. Wenn man sich überlegt, dass unter dem Parterre des Musikvereins ein eigenes Stockwerk liegt, das praktisch hohl ist, und dass oberhalb an der Decke, die ja im Dachstuhl hängt und nicht mit ihrem ganzen Gewicht auf den Mauern aufliegt und daher mitschwingt, dann hat man das Gefühl, dass dieser große Saal wie ein Kontrabass wirkt mit einem Resonanzraum nach unten und nach oben. Dazu kommen die Karyatiden, die auch dadurch, dass sie hohl sind, einen gewissen akustischen Effekt haben. Und Theophil Hansen hat wirklich ja auch in Griechenland Akustik studiert, hat hier einen goldenen Schnitt zustande gebracht und diesen Saal mit einer Akustik gebaut, die heute mit Sicherheit nicht mehr erreicht wurde. Sende sie Kamera jetzt weg, bitte. Ich gebe den Code ein. Das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. In den Katakomben des Musikvereins bestens geschützt.
Und jetzt noch ein Code, noch einmal weg, bitte. Tief verborgen ist das wahrscheinlich bedeutendste Musikarchiv der Welt, vor allem wegen der Vielfältigkeit der Sammlung. Es wurde und wird gesammelt, von den Haarlocken berühmter Musikerpersönlichkeiten bis hin zu Instrumenten, Musikmanuskripten, Autographen und Bildsammlungen. Ein Ort zum Studieren wie zum Staunen. Wenn man über den Musikverein spricht, auch wenn er erst 1870 eröffnet wurde, muss man mit Mozart beginnen. Warum mit Mozart? Unser Gründer Josef Sonnleitner war ein Freund von Mozart. Aha. Und die beiden wollten schon so etwas gründen wie eine Gesellschaft der Musikfreunde. Mozart hat es nicht erlebt. 1812, als Sonnleitner die Gesellschaft gegründet hat, war er tot. Aber eines unserer Glanzstücke ist das Klavierkonzert in D-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart, Krügelverzeichnis 466. Das ist tatsächlich seine Handschrift. Das ist seine Handschrift. Und das Gerücht wird bestätigt, dass es keine Korrekturen gibt. Keine Korrekturen. Das Ganze ist sozusagen im Kopf fertig und muss abgeschrieben werden. Und das Besondere an dieser Handschrift, und deswegen habe ich es vorbereitet, man kann daran erkennen, dass er zuerst den Solopart geschrieben hat, aus dem Kopf niedergeschrieben, und dann die Orchesterbegleitung dazu. Unvorstellbar, wie das funktioniert. Die Festplatte im Kopf. Und das Herunterladen, das ist das. Warum wissen wir das? Weil es unterschiedliche Tintenfarben gibt. Und mit der einen Tinte hat er den Solopart geschrieben, mit der anderen Tinte das Orchester. Und dann hat er mit der Tinte vom Orchester im Solopart noch ein bisschen was verbessert. Deswegen wissen wir, was zuerst war und was später gekommen ist. Schauen Sie das an, keine Korrekturen. Das Ganze ist ja auch irgendwie ein grafisches, ästhetisches Kunstwerk. Man könnte eine Tapete draus machen. Mozart auf Tapete? Alles ist möglich auf dieser Welt, nur nicht im Musikverein. Dort hat Niveau eine andere Bedeutung. Auch mit dem Bau der neuen Säle tief unter der Erde wurde ganz entsprechend dem Vermächtnis würdevoll, aber entschiedene Einfachheit den Künstlern mehr Raum und Möglichkeit gegeben. Das Ganze ist aus einer Idee entstanden, dass wir zu wenig Platz für Proben hatten. Das war der Anbeginn des Ganzen. Mit den vier in Wien ansässigen Orchestern und den vielen Gastorchestern, die bei uns ständig sich die Türe in die Hand geben, ist es so weit gekommen, dass wir nicht mehr wussten, wohin mit den Proben. Wir sind ausgewichen in den Brahmsaal, wir sind ausgewichen in den ORF, in den Sendesaal, damals hieß er, heute Kulturhaus, ins Konzerthaus. Wir wussten nicht mehr wohin und wir haben gesagt, wenn jetzt schon die Vorbereitungen der Europameisterschaft 2008 im Fußball sind, man die U-Bahn verlängert, eine riesige Baustelle sich hier vor dem Musikverein auftut, nützen wir die Gelegenheit und bauen hier uns einen Probensaal unter der Erde zwischen Musikverein und Künstlerhaus, praktisch unterhalb des Platzes. Von der Ursprungsidee, einen Saal zu bauen, wurde, dank Thomas Angern und unter Mithilfe zahlreicher Mäzene, ein Großprojekt. Vier neue Säle sollten entstehen und dem Musikverein somit die Möglichkeit geben, mehr Musik in die Stadt zu bringen. Und damit hatten wir dann plötzlich aus einem Probensaal vier Säle, die modulabler sind, die man also entsprechend aufstellen kann für Kinderprojekte, für Lesungen, für Filme, für was immer und natürlich auch für Proben. Und so ist dieser Saal, wo wir jetzt stehen, praktisch untertags ein Probensaal und abends ein Veranstaltungssaal. Die öffentliche Hand, Künstlerinnen, Wirtschaftstreibende, Banken, sie alle haben gemeinsam den Bau der neuen Säle ermöglicht. Architekt Wilhelm Holzbauer plante, rund 30 Millionen Euro wurden dafür aufgewendet. Baukunst im 21. Jahrhundert angekommen, höchste Effizienz, modernes Design, Architektur auf höchstem Niveau. Nur wo du bist, entsteht ein Ort. Rilkes Worte handeln von der Liebe, sprechen von der Musik. Wem wollte man im Musikverein noch sagen, wie eins zum anderen gehört?
Der Saal ist extrem trocken, was bei einem gläsernen Saal eigentlich erstaunlich ist. Es ist ja der erste gläserne Konzertsaal in Europa gewesen. Und Holzbauer, mit dem ich ja damals viel Kontakt hatte, hat gesagt, wir werden das schaffen. Die haben gesagt, wie kann ein gläserner Saal trocken sein? Und wenn man sich umsieht, sieht man überall zwischen den einzelnen Paneelen so schwarze Streifen. Und auch diese Wände sind so gebaut, dass man die Paneele ausfahren kann. Und hinter den Paneelen befindet sich eine enorm absorbierende Decke oder eine enorm absorbierende Wand, sodass der Schall geschluckt wird. Das heißt, der Saal ist sehr trocken, verzeiht absolut nichts. Und wenn man in den großen Saal geht, leer, ist er fast zu gut zu einem. Perfekt ist er mit Publikum. Und wenn die ganzen Proben dann im großen Saal sind, hört man vielleicht das eine oder andere nicht. Und zum Beispiel die Philharmoniker sind gar nicht unglücklich, die erste oder zwei Proben hier zu machen und dann hinaufzugehen, so im Sinne dall'inferno al paradiso. Weil hier hört man wirklich alles. Intonation, und das kann hier perfekt austariert werden. Im Paradies. Wie könnte man besser Anne-Sophie Mutters Virtuosität beschreiben? Gemeinsam mit dem Kammerorchester Wien-Berlin, zu Gast im Wiener Musikverein. Am 1. Juli 1988 habe ich von meinem Vorgänger Professor Moser die Aufgabe übernommen. Und mein erstes von der Gesellschaft veranstaltetes Konzert war der 1. Oktober 1988, Wiener Philharmoniker Leonard Bernstein, gefolgt am 3. Oktober, zwei Tage später, mit den Berliner Philharmonikern und Herbert von Karajan. Und es war schon eine ganz besondere Begegnung und auch ein ganz besonderer Beginn, denn Bernstein kam in das Konzert von Karajan. Die beiden haben sich seit 10 Jahren nicht gesehen. Und in der Pause habe ich Bernstein zu Karajan gebracht, habe die Tür hinter mir zugemacht. Die beiden waren allein. Und es war die längste Pause, die je im Musikverein stattgefunden hat. Sie hat knapp 45 Minuten gedauert. Und dann kam der zweite Teil des Konzerts und traurigerweise ist ja Karajan ein Dreivierteljahr später gestorben, und ich bin dann zu Bernstein gefahren an die Scala, wo er gerade dirigiert hat, und habe ihn gebeten, das Gedenkkonzert für Karajan zu leiten. Und ich weiß nicht, ob er es getan hätte, wenn er ihn nicht ein halbes Jahr vorher hier gesehen hätte. Und das war auch ein sehr bewegender Moment hier mit den Wiener Philharmonikern, das Gedenkkonzert für Karajan mit Leonard Bernstein abzuhalten. Wie einst Herbert von Karajan der noch sehr jungen Anne-Sophie Mutter das Tor zu einer Weltkarriere öffnete. Der Beziehungszauber, die Beziehungsfülle, das Miteinanderwollen, das Zulassen, die Tradition, das Vermächtnis der Lehrenden und Lernenden. Große Meister, die sich hier erprobten. Mahler, Schönberg, Alban Berg, Webern, Johannes Brahms. Manch einer scheiterte. Skandale, ausgebuht, verlacht. Heute undenkbar. Das Publikum hatte Kenntnis, wusste um das klassische Niveau. Man konnte beurteilen. Ja, und das manchmal genauso falsch wie heute.
Anton Bruckner, einer der wichtigsten Lehrer am Konservatorium der Gesellschaft, fand nach seiner Zeit in Linz im Wiener Musikverein ein Zuhause. Zuerst mit beachtlichen Erfolgen und mit viel Beifall des Wiener Publikums, ein Orgelvirtuose, der für seine Improvisationen besonders verehrt wurde. Die Zeit in Wien begann also vielversprechend. Als Bruckner begann, seine Sinfonien bekannt zu machen und gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern 1877 die dritte Sinfonie zur Uraufführung brachte, war der Misserfolg perfekt. Was für eine Niederlage! Das ist das Adagio, der langsame Satz aus der dritten Sinfonie, die er selbst Wagner-Sinfonie genannt hat. Aber warum? Weil er sich Richard Wagner gewidmet hat. Er hat Richard Wagner gefragt, ob er welche Symphonie, ob er ihm eine Symphonie widmen darf. Und Wagner hat sich für diese entschieden. Und das Manuskript, das ist nicht die komplette Symphonie, ist der zweite Satz, zeigt die ganze Zerrissenheit und Problematik von Anton Bruckner. Die Uraufführung dieser dritten Symphonie war ein Drama. Das Drama begann damit, dass Bruckner selbst dirigiert hat und er konnte nicht dirigieren. Das Drama setzte sich fort, dass sich damals das Publikum mit den Werken wirklich auseinandergesetzt hat, mit den Komponisten auseinandergesetzt hat. Und da waren also offensichtlich zu viele Bruckner Gegner im Saal oder das Publikum war zu sehr enttäuscht von der Symphonie und hat scharenweise während der Aufführung den Saal verlassen und ein kleines Häufchen von Getreuen ist übrig geblieben. Bruckner war grenzenlos enttäuscht und ein junger Student des Konservatoriums, der ist zu Bruckner gegangen und hat gesagt, er versteht die Reaktion der Menschen nicht, er findet dieses Werk genial und er möchte dem Werk eine größere Popularität und auch eine größere Breitenwirkung zu verschaffen, eine Fassung für zwei Klaviere schaffen, damit eben mehr Leute die Möglichkeit haben, dieses Werk zu hören. Orchesterkonzerte waren damals eher die Ausnahme. Bruckner stimmte zu und der Verfasser dieser Fassung für zwei Klaviere ist niemand geringerer gewesen als Gustav Mahler, der das mit 17 Jahren machte. Nikolaus Hanoncourt. Welche Momente konnte man einst mit ihm und seinem Concentus Musicus im großen Saal des Wiener Musikvereins erleben? Heute hat das Erbe die nächste Generation übernommen. Das Erbe der Musik. Was bedeutet dieser Saal? Welche Persönlichkeiten haben da dirigiert, zugehört, komponiert? Da ist man später erst kalt über den Rücken geronnen. So ein Brahms, der in der Direktionsloge gesessen sein muss, ein Richard Strauss und so weiter. Das ist mir später erst so bewusst geworden, was das für ein geschichtsvibrierender Raum ist. Ich glaube, ich war um die 10 Jahre. Mein Vater hat mir und meiner Schwester ein Symphoniker-Abonnement geschenkt und ist mit uns da ins Konzert gegangen. Und das sind ganz frühe starke Erinnerungen bei großen romantischen Symphonien, wenn da wirklich sich der Klang überwältigt. Mein Papa hat mich dann immer gezwickt. Ich habe gewusst, wo es spannend wird und habe gemerkt, immer wenn er mich zwickt, kriege ich Gänsehaut. Und das war diese ersten Erfahrungen, wenn Musik einen überwältigt, wie das eben durch den ganzen Körper durchfährt. Gib mir hier deinen Sohn. Herr, mein Gott, vernehm mein Flehen, wende dich her.
Ein anderer bewegender Moment ist, als Brahms hier in der Direktionsloge sitzend, seine Symphonie hörend, einer seiner letzten Auftritte im Musikverein. Da befand sich auch ein junger Student hinten im Stepperter, Arnold Schönberg. Auch das ist verbrieft. Das ist hier in diesem Haus, in diesem Saal gelebte Geschichte. Und wenn man daran denkt, Brahms, Mahler, Schönberg, Bruckner und all die anderen, die hier in diesem Haus aus- und eingegangen sind. Ja, wie das soll. Ich möchte Sie bitte so wie möglich kurz und wie möglich diese Cuivre-Krank, ich weiß nicht, bei diesen Sardinen, ja? Das muss wissen Sie wie ein Teufel. Vom Gounod Faust, ja, oder sowas. Und schneller und dann langsamer, ja? Und noch ein ganz großer, der hier aus- und einging. Maris Jansons bei seiner letzten Konzertprobe mit den Wiener Philharmonikern. Ja, und dann tick, tick, ja. Gut, jetzt von Anfang nehmen wir. Ich konnte nicht vorstellen, dass ein Tag, ich stehe auch hier selbst auf dem Podium und dirigiere. Und so habe ich angefangen, hier regelmäßig zu kommen und regelmäßig dirigieren. Ich habe hier studiert in Wien und damals, ich habe dann besucht fast alle Konzerte. In Musikverein, in Konzerthaus, in Oper und dann bin ich immer gestanden auf Stehplätze und habe so, so viele wunderbare Abende erlebt hier. Und natürlich, dieser Saal hat auf mich so einen großen Eindruck gemacht, dass es ist unvergesslich. Ja, Vorsicht! Ja, da di, da da da, da da da, ein bisschen Bremse. 1870 war Beethovens 100. Geburtstag und aus diesem Anlass haben wir dieses Manuskript der Eroica von Herrn Josef Dessauer geschenkt bekommen. Es war so das Eingangsgeschenk ins neue Haus und eine Weitergabe eines Beethoven-Dokuments an einen sicheren Platz, an eine würdige Institution, an die Zukunft. Dieser Josef Dessauer hat das Manuskript bei der Nachlassversteigerung von Beethovens Nachlass erworben. Dann ist fast 50 Jahre bei ihm gelegen und dann kam es zu uns. Was ist das Besondere daran? Es ist noch einmal die Eroica-Partitur. Eine Reihenschrift, die Beethoven anfertigen hat lassen, um sie Napoleon persönlich zu übergeben, zu widmen. Dann hört er, dass sich Napoleon selbst zum Kaiser gekrönt hat. Unvorstellbar für Beethoven. Mit dem Mann will er nichts mehr zu tun haben. Er widmet ihm nicht. Sein eigenes Manuskript wirft er weg und das benutzt er selbst jetzt. Und das ist jetzt für die Wissenschaft so interessant. Man sieht, was die Reinschrift ist, was die erste Fassung ist und was er dann noch hineingeschrieben hat. Und so wächst so ein Werk zur endgültigen Fassung. Was ist daran das Besondere für jeden Musikfreund, für die Öffentlichkeit? Man sieht hier Sinfonia Grande,
Intitulata Bonaparte. Und in dem Zorn, dass er sich selbst gekrönt hat, hat er das ausgekratzt, die Widmung, und so heftig ausgekratzt, dass ein Loch übrig geblieben ist, dass wir von Bonaparte also nur mehr T lesen können. Warum ausgekratzt? Es gibt damals noch keinen Radiergummi oder keinen Tintentod oder was es da alles heute gibt. Aber es gibt auf jedem Schreibtisch ein Federmesser, mit dem man die Schreibfeder spitzt. Und wenn man was korrigieren will, kratzt man mit dem Messer vorsichtig das aus und schreibt was darüber. Na, da war nichts von vorsichtig, da war der Zorn drinnen. Ohne Zorn und Vorsicht, ein musikalischer Gigant. Mit Liebe und Respekt, einer, der auszog, die Welt zu erobern. Ein Suchender. Zweite! Für mich war alles neu. So viele Überraschungen. Ich war zum ersten Mal im Westen. Und das Lebensstil und überhaupt die Leute. Das war ein großes Erlebnis für mich. Aber natürlich, das, was ich erlebt hier habe, das ist etwas, was wirklich bleibt für immer in meine Seele, in meinem Herz. Zurück! Musikverein ist so, von einer Seite ist es leicht zu beschreiben. Das ist absolut, kann man sagen, fantastisch. Was können Sie mehr sagen? Fantastisch alles ist. Das Publikum ist wunderbar. Saal akustisch, sieht sehr gut. Sie hat sehr wunderbare Atmosphäre und wunderbare Energie. Weil wir Musiker natürlich, wir fühlen diese Energie, was verbindet uns mit dem Publikum. Hier ist immer eine sehr positive Energie und man fühlt, dass das Publikum wirklich liebt Musik und kommt hier so wie zu einem musikalischen Tempel. Freilich, in diesem Tempel hier treffen sich nur die Besten der Besten. Für die Wiener Philharmoniker ist der Musikverein sicherlich auch so etwas wie ihr Zuhause und ihre wichtigste Wirkungsstätte. Die Verbundenheit des Orchesters mit der Geschichte des Hauses ist untrennbar. Eine künstlerische Zusammenarbeit, die sich seit Bestehen der Wiener Philharmoniker 1842 bis heute entwickelt hat. Der berühmt gewordene Wiener Klang. Ohne Wiener Philharmoniker undenkbar. Ohne den großen Musikvereinssaal ebenso. Ein einzigartiges Beispiel von gelungener Symbiose aus Architektur und Kunst. Brahms war zur Zeit der Eröffnung schon eigentlich eine der wichtigsten Persönlichkeiten hier bei der Gesellschaft der Musikfreunde. Er ist dann von 1872 an sogar Konzertdirektor geworden. Dieser Begriff des Konzertdirektors hat damals große Bedeutung gehabt, weil eigentlich der Konzertdirektor für die künstlerische und finanzielle Planung des Hauses verantwortlich war. Und den Konzertdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde hat es bis 1989 gegeben, bis zum Tod Herbert von Karajans, wobei zu diesem Zeitpunkt der Titel eher schon ein Ehrentitel gewesen ist, weil die Aufgaben der Gesellschaft so umfangreich geworden sind, dass ein Herbert von Karajan auf die eigentliche Programmierung der Konzerte hier in diesem Haus keinen Einfluss mehr genommen hat. Er hätte ihn auf dem Papier gehabt, aber er hat ihn nicht ausgeübt.
Wir haben ja viele Hausheilige hier, aber ein besonderer Hausheiliger ist natürlich Johannes Brahms, Konzertdirektor, Ehrenmitglied der Gesellschaft und oftmaliger Benutzer des Archivs, der hier gesessen ist und die Kollegen der Vorzeit studiert hat, sehr dankbar dafür war, seinen Nachlass hierher bestimmt hat, eben den Brahms-Nachlass, Memory of the World der UNESCO, ganz sein Highlight, und uns aber auch schon zu Lebzeiten einiges geschenkt hat, unter anderem die Originalpartitur des deutschen Requiems. Das ist die Partitur. Jeder Satz ist extra gebunden. Jeder Satz sieht anders aus. Er hat ja weit über 10 Jahre daran gearbeitet und auch verschiedenes Notenpapier in verschiedenen Formaten benutzt. Und deswegen ist das so verschieden gebunden. Ein deutsches Requiem. Zweiter Satz ist schon ein ganz anderes ganz Papierformat. Anders. Ja, also woanders zu einem anderen Zeitpunkt. Und so ist es langsam gewachsen. Die erste dreisätzige Fassung hat die Gesellschaft der Musikfreunde uraufführen dürfen. Hat er das selber dirigiert? Das hat er selber dirigiert. Kein großer Erfolg. Also nicht nur Bruckner hat es schwierig gehabt, auch die Uraufführung vom Deutschen Requiem war alles andere denn ein Hit. Begeisterung zu Musik, zu Oper, zu der klassischen Musik im Allgemeinen, es ist sehr stark geprägt in Wien. Das merkt man auf jeden Schritt und Tritt. Ist sehr dankbares Publikum und naja, so solche Applaus, wie man hier im Musikverein oder in der Wiener Staatsoper bekommt, ist schon selten in der Welt. Diese Energien, die hier so viele großartige Musiker und auch das Publikum gelassen hat, oder es schwingt, nimmt man auch unbewusst mit. Und das wirkt auf einem sehr stark. Und ich bin auch so ein bisschen unterbewusst mit der Geschichte verbunden. Ich habe begonnen, das gab es vorher nicht, mit den edukativen Konzerten, Kinderkonzerte. Begonnen hat es mit einem Tag der offenen Tür für Kinder, dann kam Allegretto für die 5- bis 10-Jährigen, das war der Beginn. Dann sind uns die herausgewachsen. Dann haben wir ein Capriccio geschaffen, weil die 10 waren, wollten ja auch wieder was weitermachen. Und dann kam mit dem Bau der neuen Seele, das war sicherlich ein ganz großer Markstein, die Möglichkeit, auch diese Konzerte enorm zu erweitern. Hallo und herzlich!
herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle zu mir gekommen seid in den wunderschönen Brahms-Saal. Ich habe euch heute eine Fast 300 der rund 900 Konzerte, die im Musikverein stattfinden, sind Konzerte für Kinder und Jugendliche. Rund 50.000 Kinder kommen jährlich zu Konzerten hierher. Musikalische Bildung auf höchstem Niveau und in allen Facetten. Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als nie zuvor. Kra, kra, halt doch die Klappe. Neugierig machen, Lust erzeugen für die Kunst, zur Musik, spielend hingeführt werden, um eigenes Interesse zu erwecken. Und dann werden aus den Kleinen die ganz Großen. Die Superlativen, die dieses Haus zu bieten hat, nehmen kein Ende. Ein Schatz in jeglicher Hinsicht. Ein kulturelles Welterbe, das, und daran bestehen keine Zweifel, einzigartig ist. Wir sind da jetzt in einem der klimatisierten Depoträume für unsere Musikinstrumentensammlung. Historische Musikinstrumente aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Streichinstrumente, Blasinstrumente, Zupfinstrumente. Tasteninstrumente, und ich möchte Sie gern auf diesen Flügel aus dem Besitz von Franz Liszt aufmerksam machen. Das ist eine Kombination von einem Flügel mit einem Harmonium, heißt deshalb auch Orgelklavier, hat sich Franz Liszt in Paris bauen lassen. Und ist in seiner Wohnung in Weimar gestanden. Und allen seinen Besuchern hat er ganz stolz dieses einmalige, für ihn gebaute Instrument gezeigt. Nach seinem Tod ist es aufgrund seiner Verfügung zu uns in unsere Instrumentensammlung gekommen. Voller Geschichte und voller Zukunft. Ein Haus für die Musik, ein Mythos in Gold. Emporbringung der Musik in allen Zweigen. Es bewahrt den kühnen Gründungsgedanken und inspiriert dazu, ihn stets aufs Neue mit Leidenschaft zu leben.